Der Frühling will und will nicht kommen. Was hilft da? Richtig, nur erst recht. Angrillen. Jetzt um diese Zeit klingelt nämlich die biologische Uhr und die richtet sich nicht nach dem Wetter. Die natürliche Gier des weißen Mannes nach frischem Fleisch ist zurück. Und weil die meisten Säcke wegen fette Wampe und insgesamt des Scheiß aussehen nicht an das frische Weiberfleisch rankommen, behelfen sie sich mit Schweinebauch und beißen in den Nacken von der Sau, denn die ist willig und vor allem auch schon tot. Der Grill ist die wahre Gefährtin des deutschen Mannes. Er spricht nicht, ist immer heiß und du kannst so viel Pimmel drauflegen, wie du willst. Wozu braucht man da noch eine Frau, sagte der Typ. Ja, da möchte ich genau sagen, für den Kartoffelsalat. Dafür ist der Mann nämlich nicht geschaffen. Und wenn es sonst nicht gibt, wozu eine Frau gut ist, die Zubereitung von Kartoffelsalat reicht, um deren Existenz für immer zu rechtfertigen. Woher kommt diese weibliche Göttergabe? Der Herr erschuf das Weib ja einst aus der Rippe des Mannes und wie wir Profi-Griller wissen, passt zu dicke Rippe sehr schön ein Teller mit Kasalat. Und weil die Frau tief in ihrem Innern noch ihre Herkunft aus der Rippe erahnt, macht sie ganz freiwillig, ohne dass man sie erst groß anbölken muss, diesen herrlichen Kartoffelsalat beim Grillen, um den uns die ganze Welt beneidet. Ja, und wenn Bratwurst, dicke Rippe, Nackensteak und Kasalat aus dem Winterschlaf zurück sind, dann ist es Frühling. Schieß doch was unter das olle Wetter.